Hallöchen und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich freue mich, dass ihr euch wieder reingeklickt habt. Und heute ist ein ganz besonderes Video für mich, denn ich möchte euch heute meine gesamten Geburtstagsgeschenke zeigen. Ich habe lange darauf gewartet, weil ich alles in ein Video packen wollte und ja, mich so tolle Geschenke erreicht haben. Teilweise habe ich mir Sachen selber ausgesucht oder sogar auch schon gekauft von verschiedenen Geldgeschenken und ich möchte das einfach heute mit euch teilen. Und würde mich freuen, wenn ihr dran bleibt. Gleich zu Anfang möchte ich betonen, dass ich nicht prahlen möchte mit Geschenken, sondern ich nehme das immer als Inspiration her und schaue solche Videos selbst immer sehr gerne. Was bekommen die Leute geschenkt? Welche Ideen haben andere Leute? Kann ich mir vielleicht etwas abschauen? Und deswegen drehe ich das Video auch. Ich möchte damit nicht irgendwie prahlen oder irgendetwas. Ich möchte meine Freude an meinen Geschenken mit euch teilen, Inspiration schaffen. Vielleicht sagt ihr dann, ach, das ist eine super Idee, das könnte ich für meine Mama, Freundin, wie auch immer nutzen. Ich schaue sowas, wie gesagt, selbst gerne. Und ja, nur mal vorab, dass das schon mal klargestellt ist. Ich habe versucht, das Ganze, ihr müsstet mein Chaos hier sehen, ich habe versucht, das Ganze ein bisschen zu sortieren nach Kategorien. Ich sage es gleich vorab, ist mir nicht hundertprozentig gelungen. Ich starte aber einfach mal, weil ich glaube, sonst verquatsche ich mich da wieder ewig. Ihr kennt mich und ich zeige euch einfach alles nach und nach. Ich möchte gern beginnen. Ich werde auch nicht immer dazu sagen, von wem ich es habe. Manchmal vielleicht schon. Nehmt mir das bitte nicht übel und vor allem, meine Lieben, nehmt es mir nicht übel, wenn ich euch nicht namentlich erwähne. Alle, die mein Video schauen und meine Videos verfolgen, ob das jetzt aus der Familie oder Freundeskreis ist, das mache ich nicht absichtlich. Ich möchte es einfach zeigen und es ist auch komplett egal, von wem was kommt, denn ich habe mich über alles gesamt so, so sehr gefreut und bin einfach super dankbar. Ich starte einfach jetzt mal mit einer sehr beliebten Kategorie und das könnt ihr euch denken, das ist Make-up. Beauty, Make-up, alles in diese Richtung. Und ich muss tatsächlich sagen, ich hatte nichts auf meiner Wunschliste, wo ich jetzt sage, das möchte ich unbedingt haben oder sogar bei jemandem einen Wunsch geäußert. Und trotzdem haben mich so tolle Sachen erreicht, beziehungsweise meine Lieben haben da echt gut aufgepasst, was ich noch nicht habe oder was ich mir vielleicht wünsche oder mega. Ich starte einfach mal und das sind jetzt hauptsächlich Produkte, die ich von Freundinnen bekommen habe. Es beginnt mit meiner großen Liebe zu Eulen. Und unter anderem habe ich diese süße Geburtstagskarte bekommen, die ich euch einfach in die Kamera halten muss, weil sie so absolut Stephanie-like ist. Und allein mit so einer Karte macht man mir schon riesig Freude. Da sieht man einfach, wie gut die Person mich kennt. Und super, super schnuckelig. Und die wird auf jeden Fall jetzt gerade im Sommer, Frühling einen Ehrenplatz auch im Hintergrund kriegen, auch wenn Happy Birthday draufsteht. Es ist eine Eule, Leute. Ich kann da einfach nicht daran vorbei und super schnuckelige Karte. Dann habe ich bekommen ein sehr spannendes Produkt und zwar von Benefit. Und ihr wisst, Benefit-Produkte mag ich gerne und zwar einen High Beam Highlighter, einen Flüssig-Highlighter. Habe ich tatsächlich noch nicht in meiner Sammlung. Ich bin jetzt zwar nicht der größte Fan von Highlightern, erwähne ich immer wieder, dass ich eigentlich selten zu Highlightern greife, aber zum Austesten finde ich es mega und ich mag Benefit und vielleicht entdecke ich durch das wieder meine Liebe zu Highlightern, weil ich es tatsächlich schade finde, dass ich sie selber so wenig nutze. Auf jeden Fall habe ich mich darüber sehr gefreut. Weiters habe ich mich riesig darüber gefreut. Eine von meinen Lieben war auch auf der Jagd nach den Disney und Catrice und Essence LEs und hat tatsächlich noch einen Müller besucht, wo es alles noch gab. Und in ihrer Euphorie hat sie mich angerufen und gesagt, ich stehe vor einer Theke, da gibt es noch alles und gibt es noch was, was du haben möchtest, was du noch nicht hast. Und sie hat dann für mich eingekauft und unter anderem hat sie mir noch mitgenommen den Simba Blush. Ich habe tatsächlich nur die Nala bekommen und darf mich jetzt auch über den Simba Blush freuen, den ich dann einfach als Geburtstagsgeschenk bekommen habe. Und da freue ich mich wirklich sehr darüber. Und genauso, fast noch eine Spur mehr, freue ich mich über diese beiden Produkte aus dieser LE. Und zwar einmal von The Lion King,
Timon und Sasu die Pineapple Face Mask. Das war tatsächlich mit einer der Produkte mit dem Toner, den ich mir selber gekauft habe, die mich sehr neugierig gemacht haben. Und ihr wisst, ich bin eher ein Make-up-Mädchen, kein Pflegemädchen. Also man kann mich mit Pflegeprodukten nicht so schnell catchen wie mit Make-up-Produkten. Aber die haben mich tatsächlich interessiert und habe sie selber nirgends gesehen. Pineapple Face Mask. Das ist diese hier. Da war ich super happy, dass sie die noch abgestoppt hat. Genauso wie Simba Coconut Face Scrub. Auch da freue ich mich so sehr darüber, dass sie das noch abstauben konnte und mir mitgenommen hat und mir geschenkt hat. Denn das sind auch Produkte, die ich auch wirklich leer bekommen kann. Und mega, ich freue mich total. Und der Blush natürlich dazu sowieso. Aber das ist halt einfach was, wo ich sage, da freue ich mich, weil ich es auch tatsächlich mal aufbrauchen könnte. Ja, bei einem Blush, Lidschattenpaletten freue ich mich genauso, aber die Chance, es leer zu bekommen, ist fast unmöglich. So, als nächstes habe ich bekommen, es sind so tolle Sachen, einen Pinsel. Und zwar von BH Cosmetic, diesen schönen Pinsel hier. Ich mag diese abgeschrägte Form richtig gern. BH Cosmetic Pinsel sind super in der Qualität und mag ich richtig gerne. Und das war ein Geschenk, was mit Zettelchen verpackt war. Und ich habe mir die extra aufgehoben. Bei jedem Paket war dann so ein kleines Zettelchen dabei mit einem Hinweis, wo ich raten musste, was es für ein Produkt sein könnte. Und in Kombination mit diesem Pinsel war dann ein Blush eingepackt von Jean de Arcel. Ich gehe davon aus, dass es mal vielleicht in einer Box war, Goodie Box, Barbara Box, egal welche Box. Und da war ein Blush dann eben in Kombination, kommt außen schlicht in Schwarz und innen ein so ein schöner Blush. In so einer, hoppla, da fliegt gleich die Verpackung runter, in so einer Herzform. Ich halte extra den Spiegel hinunter und so auf Kopf. Man weiß absolut, dass ich ein Blush-Lover bin und ich habe mich natürlich tierisch gefreut, weil der wunderschön ist und ich ihn auch tatsächlich noch nicht habe. Und man muss es ja mal schaffen, mir noch Blush zu schenken, die ich noch nicht hatte oder sogar in meiner Sammlung habe, denn meine Blush-Sammlung ist mittlerweile wirklich, wirklich sehr groß. Dann habe ich einen weiteren Pinsel bekommen, der einfach von der Umverpackung her super süß ist, und zwar so ein Lidschattenpinsel von Luvia. Da ist, glaube ich, die Verpackung das Highlight, denn der Pinsel ist an sich ja so Roségold. Aber Pinsel bin ich immer super happy, denn ich bin eine faule Pinselwäscherin und dann Pinsel wieder zu haben, rettet mir manchmal meine Faulheit, sage ich ganz ehrlich. Richtig toll. Dann habe ich weiters bekommen von Swarovski ein Armband in so dunkelblau Glitzer. Ich werde es mal kurz aufmachen. Und zwar sieht das innen so aus. Ich mache es jetzt dann nicht ganz auf. Ich zeige es euch nur näher. Das kann man sich eben so um das Handgelenk herumschwingen und ist eben mit so Glitzersteinen in dunkelblau, was ich eine super passende Farbe für mich finde. Ich bin unter anderem auch ein Jeans-Mädchen und das war der Hintergedanke, so ist es mir erklärt worden. Ich trage ausschließlich Jeans-Hosen, also ich würde sagen zu 95%. Und da passt sowas natürlich eigentlich immer dazu. Und blau oder grau seht ihr oft bei mir und da habe ich mich richtig gefreut. Dann kann ich auch mal, ich habe auf der einen Seite meine dauerhaften Armbänder und auf der anderen Seite trage ich gerne Uhren. Und da wechsle ich aber auch und trage auch mal ein Armband. Also toll gewählt und habe mich riesig drüber gefreut. Wobei, da gibt es eine witzige Geschichte dazu, denn bei dem Zettelchen, das war so das erste Paket, was ich aus diesen ganzen Paketen geöffnet habe, ist dabei gestanden, irgendwie so, ein bisschen Glitzer muss sein und ich musste dann immer tippen, was es sein könnte und habe da getippt, also komplett falsch, auf zum Beispiel ein Puder mit einer schönen Glitzerverpackung. Raus kam dieses Armband, also ich lag komplett daneben, war irgendwie ein bisschen witzig. Wir haben sehr gelacht darüber, muss ich sagen. Was ich auch bekommen habe und mich auch mega gefreut habe, ist ein Michalski Berlin Duft. Und zwar das Intense.
kannte ich gar nicht und dass an mir mal ein Duft vorbeigeht, den ich zumindest noch nicht einmal, manchmal kenne ich die Düfte vom Geruch her nicht, aber vom Flakon, vom Namen her bin ich da gut unterwegs und kenne einiges, noch nie gesehen. Und das sind jetzt 25 Milliliter, ein wunderschöner Flakon. Und der Duft, Leute, absolut nach meinem Geschmack, was Kräftiges. Ich finde was Bäriges. Also wenn ihr den noch nicht kennt, schnuppert mal dran. Das ist absolute Liebe. Hat mich so gefreut. Der Flakon wunderschön. Und ach, ich mag die Michalski-Düfte gern. Und das wusste die Person auch. Denn ich habe schon einmal von ihr ein Michalski-Duft bekommen. Ich habe selber immer wieder Michalski-Düfte und ich mag die und das lohnt sich auf jeden Fall da mal vorbeizuschauen, weil die Düfte sind wirklich, wirklich gut. Und dann habe ich so Herzenssachen bekommen und für alle, die mich regelmäßig verfolgen, ihr wisst, meine absolute Liebe gilt nach wie vor den Eulen und das wird sich wahrscheinlich auch so schnell nicht ändern, weil ich ja sehe mich da auch noch immer nicht satt, obwohl ich schon von sowohl euch, meinen Lieben, als auch von Familie, Freunde sehr eingedeckt werde mit Eule und trotzdem ja kein Ende in Sicht und kein... Ich habe auch noch immer nicht genug. Ich liebe die einfach diese knuffigen Eulen und unter anderem habe ich bekommen, so, so süß, von Bath & Body Works einen Kerzenhalter. Und zwar diesen hier mit diesen süßen Eulen drauf. Also habt ihr sowas Süßes schon gesehen? Ich bin schwer in Love. Ist für mich tatsächlich was Herbstliches, was ich richtig schön finde. Man kann eben eine Dreidochtkerze hineingeben, einfach um das zu umrahmen, wenn die Kerze zum Beispiel super schlicht ist. Ich habe für mich aber überlegt, ich werde da keine Kerze hineingeben. Man könnte es ja auch als Pinselhalter nehmen, haben wir überlegt. Das mag ich aber nicht, weil da die Zwischenräume so groß sind. Ich werde es auf jeden Fall nutzen und werde mir ein Teelicht hineingeben und das für sich alleine wirken lassen. Absolut toll. Ich habe es so gefeiert und ich bin mega, mega happy. Also das ist ja einfach nur ein Traum. Und dasselbe hat sich eine andere liebe Freundin von mir überlegt. Die waren, glaube ich, gemeinsam unterwegs und die hat mir das Ganze noch in Seifenform auch geschenkt. Ich gebe jetzt die Seife raus und Bath & Body Works macht eben so Umverpackungen und solche habe ich euch schon mal gezeigt. Ich habe da mal einen Schmetterling mir gekauft und das gab es eben auch mit Eulen. Einfach zauberhaft. Also hätte ich das selber schon gesehen, hätte ich es auf jeden Fall gekauft. Und sie hat mir natürlich noch eine Handseife hineingepackt, damit ich verstehe, für was dieses Teilchen ist, obwohl ich es vorher wusste. Und da hat sie mir die Handseife mit Wassermelone reingepackt, was für den Sommer absolut geht und richtig gut riecht. Ich habe schon dran gerochen. Ich habe auch selber Handseifen von Bath & Body Works zu Hause. Ich mag die Marke unheimlich gern. Ich mag die Düfte unheimlich gern und habe mich daher riesig drüber gefreut. Und ich packe jetzt nur schnell mal die Sachen da in meine Box, damit ich euch weiteres zeigen kann. Und mir aber da auch nichts umfliegt, weil ich habe mittlerweile schon bei mir da herumgeräumt und mir ist schon heute einiges heruntergefallen. Ich bin heute nicht unbedingt, was soll ich sagen, sehr chaotisch unterwegs und mir ist schon einiges runtergefallen. Dass das nicht passiert, schlichte ich das ein bisschen. Und dann habe ich noch bekommen, was ich auch super süß finde und noch nicht habe, so einen Mandala-Block, alles mit Eulen. Einfach zur Entspannung war das gedacht, dass ich mich mal hinsetzen kann am Abend und vielleicht mal so ein Mandala ausmalen kann mit einer Eule. Ich fand die Idee super lieb, dass man einfach runterkommt und dann noch mit meinen liebsten Eulen ist doch eine richtig süße Idee. Und ein weiteres Highlight, mit dem ich so gar nicht gerechnet habe und teilweise sprachlos war, war ein Geschenk. Und da habe ich manchmal das Gefühl, man, ja, hat irgendwie so Gedanken übertragen. Kennt ihr das? Man denkt über irgendetwas nach und zack, zwei Wochen später passiert das auf einmal. Oder ich hoffe, ihr könnt mir folgen, was ich meine. Und mir ist es so, das letzte Mal gegangen, ich habe Geldgeschenke bekommen, habe lange überlegt,
Ich möchte mir etwas gönnen. Am Anfang dachte ich mir, okay, ich spare mir die ganzen Sachen und spare das Geld und lege es auf die Seite. Und mein Freund hat dann gemeint, du sparst regelmäßig, gönn dir doch irgendetwas, was jetzt keiner geschenkt hat, woran du Freude hast und dich an deinen Geburtstag zurückerinnern kannst. Und habe viel herum überlegt, ich schleife da jetzt sehr aus und habe mich dann nicht für ein Beauty-Produkt entschieden und zeige euch dann, für was ich mich dann entschieden habe. Aber ich habe mit einer Marke im Kopf herumgespielt, wo ich gesagt habe, da würde ich gerne mal was testen, aber es ist so schweineteuer. Und dann backe ich da das letzte Paket aus diesem Beauty-Paket aus und tatsächlich taucht diese Marke auf und ich war fast verblüfft, denn mit dem habe ich gar nicht gerechnet. Und die Rede ist von einer Palette von Pat McGrath. Unglaublich, alleine wie ich das ausgepackt habe und die Umverpackung gesehen habe, wusste ich, von was wir sprechen. Und ja, ich hatte sie noch nicht und war so begeistert. Das ist jetzt eine Blush-Palette und sie nennt sich, gibt es da die, nein, das ist der Name, eine Blush-Palette. Ich kann euch jetzt tatsächlich den Namen nicht sagen, zumindest sehe ich ihn nicht. Und Leute, diese Umverpackung allein schon ist der Oberknaller und gleichzeitig meine liebste Beauty-Kategorie und dann noch von Pat McGrath, also ein absoluter Jackpot. Also Leute, kann man daran, na, wirklich wunderschön und von innen ein Traum, ein Traum. So schöne Töne. Wow. Alleine dieses Pressing in dieser Palette. Ich freue mich so sehr, sie zu testen. Und ja, wenn ihr das Video seht, habe ich schon meine Schminkbox für Mai bestückt. Und ihr kennt das Thema schon für die Schminkbox. Also, ich kenne das Thema schon für die Schminkbox. So, jetzt werde ich gleich ein bisschen, bin gleich aus dem Konzept. Also, ich kenne das Thema für die Schminkbox schon. Ihr werdet demnächst das Video zur April-Schminkbox sehen. Also unbedingt ein Abo da lassen, wenn ihr das nicht verpassen wollt. Und vielleicht ist die auch schon in die Schminkbox Mai gewandert. Ich weiß es noch nicht, kann ich nicht sagen. Vielleicht muss ich sie auch einfach noch ein paar Wochen. Ach, richtig cool. Und wie gesagt, ein richtiger Zufall, dass ich noch mit dieser Marke geliebäugelt habe und mir dann überlegt habe, nein, du kannst ja nicht immer nur Beauty-Sachen kaufen, es gibt was anderes auch und habe mich dann für was anderes entschieden, was mir genauso viel Freude macht. Aber dann doch so eine Palette zu bekommen, mega, ich habe mich sehr, sehr darüber gefreut. Ich habe mir gedacht, ich mache jetzt einfach so weiter, wie ich es hier liegen habe. Ich habe jetzt hinten meine Kiste schon aufgebaut und zeige euch als nächstes zwei Gag-Geschenke, beziehungsweise sind ja nicht wirkliche Gag-Geschenke, aber halt auch nicht so typische Geburtstagsgeschenke. Einmal habe ich von meiner Schwester bekommen eine Eulenspülbürste mit so einer süßen Fliege dran, die man auch so ein bisschen verrutschen kann. Es gibt ja wirklich so viele Sachen schon mit Eulen. Ich finde es super witzig und recht fest. Ja, war eher so ein, ich habe es gesehen, musste mitnehmen, Geschenk, aber trotzdem richtig süß. Mein Freund hat mir auch ein, ich würde jetzt mal sagen, Gag-Geschenk gemacht, ein anderes Gag-Geschenk. Ich finde es gar nicht so gag-mäßig. Ich habe eine Pop-Up-Figur bekommen und zwar den Lewis Hamilton. Wird jetzt vielleicht den einen oder anderen nicht wirklich was sagen. Hat mit Formel 1 zu tun und für alle, die mich ein bisschen besser kennen, wissen, ich bin Formel 1-Fan. Ich schaue regelmäßig die Rennen, die Trainings, die Qualifyings, wie auch immer. Ich bin jetzt kein richtiger Hamilton-Fan, das nicht, aber wenn, dann bin ich Team Hamilton, auf jeden Fall. Ich mag ihn und seinen Charakter und alles, was er so tut. Und da gibt es eben so Pop-Up-Figuren, die gibt es aktuell nur von Lewis Hamilton und Valtteri Bottas und dann eher Hamilton. Und er wollte mir da einfach ja, so ein Gag-Geschenk machen, dass ich halt da als großer Formel 1-Fan, großer, ich folge sein einfach, übertreiben brauchen wir es jetzt nicht, so eine Pop-Up-Figur zu schenken. Einfach als Sammlerstück. Ich fand es eine süße Idee. Braucht man es? Nein, natürlich nicht, aber war schon super witzig. Dann habe ich weiters ein Deko-Teil bekommen und zwar so eine Kerzenaufbewahrung,
die mir richtig gut gefällt. Ich bin ja sehr der schlichte Typ und es ist so absolut nach meinem Geschmack. Und hier oben kann man dann eben ein Teelicht hineinstellen und das ist halt wirklich toll, weil das wirklich für das ganze Jahr passend ist. Das ist was, was ich an Deko mittlerweile richtig schätzen gelernt habe, dass ich auf Deko stehe, die sehr neutral ist. Und das kann man natürlich das ganze Jahr dekorieren. Passt immer gut, egal ob Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Und habe mich riesig drüber gefreut. Dann kommen wir mal zu den Sachen, die ich mir selbst ausgesucht habe. Beziehungsweise Schmuck, hätte ich gesagt. Und da habe ich, ich beginne mal mit Schmuck an sich. Ein weiteres Geschenk von meinem Freund, über das ich mich riesig gefreut habe, weil ich mit dem gar nicht gerechnet habe, war eine Uhr. Und die zeige ich euch jetzt super gerne. Und zwar, das ist diese hier. Das ist eine Uhr von S. Oliver. Eben mit einem goldenen Band und einem weißen Ziffernblatt mit so Blümchen. Ich hoffe, man kann es gut erkennen. Wunderschön. Und es ist gar nicht so einfach, mir Schmuck zu schenken und vor allem Uhren. Ich bin ein Uhrmädchen. Ihr seht es zwar in den Videos nie, weil da vergesse ich einfach immer. Aber sobald ich das Haus verlasse, trage ich immer Uhren und liebe Uhren. Und ja, da hat er mir eine riesige Freude gemacht, denn tatsächlich habe ich zwar in Gold eine Uhr, aber da ist auch das Ziffernblatt in Gold und jetzt habe ich die Kombination auch in Gold-Weiß, die ich tatsächlich noch nicht zu Hause habe. Also er weiß ganz genau, was so in meinen Schränken schlummert und da habe ich mich riesig drüber gefreut, weil sie wirklich wunderschön ist. Und um beim Thema Uhr zu bleiben, habe ich mich von einer Uhr anfixen lassen, die sehr speziell ist und ich habe sie auf meiner Wunschliste vom Geburtstag gehabt, aber da ich sehr viele Uhren besitze und ja dann doch oft zu denselben greife, weil viele auch spezieller sind, beziehungsweise ich auf das sehr achte, dass Gold und Silber zusammenpasst, ich habe da so ein bisschen ein Monk-Verhalten, dass das bei mir abgestimmt sein muss, war das eine Uhr, wo keiner aus meiner Familie mir zugestimmt hat, dass ich die unbedingt brauche. Und da kommen wir eben zu den Geldgeschenken, wo ich dann gesagt habe, gut, dann gönne ich mir die selber, beziehungsweise dann gönne ich mir sie mit eurem Geld und habe mir eine sehr, sehr spezielle Uhr bestellt. Und Leute, es ist traumhaft. Ich versuche sie gerade auszupacken und die Uhr, von der ich spreche, ist diese hier. Ich glaube, dass sie in der Kamera nicht so rüberkommt wie in Natura. Sie kam auch im Internet auf dem Bild nicht so rüber wie in Natura. Aber Leute, ich bin schockverliebt. Ich finde sie so traumhaft und so speziell. Ja, ich habe eine mega Freude und habe mich so gefreut, wie sie angekommen ist. Und schockverliebt, wie gesagt, ist eine Guess-Uhr. Und habe ich bei Zalando gefunden. Das war der einzige Online-Shop, wo ich diese Uhr entdeckt habe. Und kommt eben in so Chrom, Lila, Grün. Sehr, sehr speziell. Da gebe ich meiner Familie tatsächlich recht und kann man eben nicht zu allem tragen. Aber ich fand sie einfach so zauberhaft, dass ich mich entschieden habe, diese Uhr meines werden zu lassen. Und bin mega happy und richtig, richtig toll. Falls ihr übrigens mal ein Uhrenvideo sehen wollt, welche Uhren ich alle besitze, welche ich gerne trage, von wo ich sie habe, dann schreibt mir das super gerne in die Kommentare, dann würde ich so ein Uhrenvideo auch gerne mal machen. Ist eine große Leidenschaft, kriegt ihr vielleicht nicht so mit, weil ich, wie gesagt, in den Videos selten Uhren trage. Aber ich habe da einige schöne Schätze und wenn der Interesse besteht, dann schreibt es mir gerne in den Kommentaren. Dann zeige ich euch die natürlich. Und das zweite, was ich mir gekauft habe, was ich euch zeigen möchte, damit wir bei den gekauften Sachen sind, ich lege das nur hinten ab, dass da wieder ein bisschen Platz entsteht. Ich habe mir noch ein zweites Teil gekauft, was mir auch richtig gut gefallen hat. Und das zeige ich euch mal schnell. Moment. Ich hole es mal schnell. Und zwar habe ich mir auch noch mitbestellt, diese Handtasche. Kommt mit einem sehr langen Griff. Also kann man Crossbody tragen und hat eine sehr, sehr spezielle Form.
und ist in einem Rosa. Jetzt nicht unbedingt die typische Farbe, die ich jetzt ständig wählen würde, aber ich habe mir gedacht, so eine Sommertasche würde mir die richtig gut gefallen. War auch noch dazu im Sale. Hat jetzt gekostet, ich glaube 19 Euro, also war auch nicht so teuer. Und ich fand die Form mal was anderes und deswegen habe ich mir dann mitbestellt. Und das waren die zwei Geschenke, also die Uhr und die Tasche, die ich mir dann selbst sozusagen ausgesucht habe und mega happy bin und mich richtig drüber freue, da neue Schätze zu haben. Ich habe weiteren Schmuck bekommen und den habe ich mir auch aussuchen dürfen. Modeschmuck. Den habe ich von meiner Schwester bekommen und es war witzig, denn ich wusste zu der Zeit noch nicht, dass ich diese gold-weiße Uhr bekomme und habe mir fast zeitgleich, glaube ich, wo die angekommen ist bei uns zu Hause, Schmuck gekauft, einfach schon ein bisschen auf den Frühling-Sommer hin und habe mir als erstes diese Ohrringe hier ausgesucht. Das sind jetzt so Gold mit weiß überzogenen Stoff. Die habe ich mir ausgesucht, weil meine Schwester gemeint hat, ich habe noch so ein kleines Budget offen und dann habe ich diese Ohrringe gesehen und die durfte ich dann mitnehmen. Die haben jetzt 6,99 € gekostet, gab es bei uns beim Müller. Und sehr ähnlich von der Farbe her, aber einiges größer habe ich mir dann noch diese hier ausgesucht. Und die passen halt dann wirklich richtig gut zu der neuen Uhr. Also da habe ich dann schon wieder eine Kombi, auf die ich mich freue, sie zu tragen. Ihr wisst, ich stehe auf diese Art Ohrringe. Ich mag es sehr auffällig und das sind halt welche, die ich so noch nicht hatte. Auch heute habe ich so größere oben. Sie dürfen nicht zu schwer sein, weil dann mag ich sie nicht. Aber die haben mir halt wieder richtig gut gefallen und da habe ich mich mega gefreut, dass ich sie mir aussuchen durfte. Wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt, habe ich ja auch in der Videobeschreibung geschrieben, dass ich auch ein paar Fashion-Teile mir neu zugelegt habe. Und die Rede ist von drei Oberteilen, sehr speziellen Oberteilen, die ich mir bestellt habe und die dann von der Familie übernommen worden sind zum Geburtstag. Und ich werde sie euch auf jeden Fall auch angezogen einblenden. Ich starte jetzt einfach mal, zeige sie euch so und dann noch eingeblendet natürlich angezogen. Gleich während ich rede. Einmal habe ich mir bestellt, bei Bonprix habe ich übrigens bestellt, dieses Teil hier. Das ist ein Langarm-T-Shirt in einem kräftigen Pink, also passend zu meiner Augen, zu meinem Augen-Make-up heute. Und das hat oben so ein, na wie sagt man, keinen Rollkragen, sondern ein Turtleneck-Abschluss. Also es ist ein bisschen höher geschnitten, aber eben nicht rollkragenmäßig. Ist so ein feiner Ribstoff und ich fand die Farbe super ansprechend. Habe mir gedacht, ja, ich habe mir ja letztes Jahr ein weißes Gilet gekauft und das dann drüber kombiniert, vielleicht mit meiner neuen Uhr und mit meinen neuen Ohrringen. Glaube ich, könnte es ein toller Look jetzt für den Frühling sein. Ich glaube, das T-Shirt ist für den Winter, für den Sommer, aber dann schon eine Spur zu warm. Ein weiteres Teil, was ich bestellt habe und euch natürlich auch eingeblendet zeigen werde, ist dieses T-Shirt in Orange. Und das hat kurze Ärmeln und hat eben so einen Abschluss, so ein bisschen gekrinkelt. Und vorne habe ich drauf stehen, Enjoy the Little Things mit so einem Herz. Ja, hat mir super gefallen. Die Farbe fand ich hübsch. Ich habe es jetzt in XL gewählt, 48,50. Und das andere habe ich gewählt, falls es interessant ist, auch in 48,50. Und das letzte Oberteil ist sehr, sehr speziell, das werdet ihr im Einblender dann sehen, ist ein schwarz-weiß-Zebra-Top, also was ganz anderes. Und es ist sehr schwer in die Kamera zu halten und das sieht so aus. Und ihr werdet denken, das ist kaputt. Nein, das hat so einen Ausschnitt und ist eben am Hals so befestigt und hat dann hier einen Ausschnitt. Wie gesagt, ich blende es euch ja sowieso ein.
dass ihr das seht, habe ich sehr speziell gefunden, mal was anderes. Und ihr wisst, ich mag spezielle Sachen, wenn sie mir natürlich stehen. Und bei den drei Oberteilen hatte ich ein gutes Gefühl. Da könnt ihr mir gerne ein Feedback da lassen, wie ihr die Oberteile findet, ob ihr sagt, ja, steht mir oder nein, sorry, ist nicht meins. Ja, jeder soll tragen, was einem gefällt, das sage ich euch ja immer. Und finde ich ein schönes Oberteil in Größe 48-50. Und dann widmen wir uns nochmal meiner liebsten Kategorie. Und das sind meine Eulen. Da wurde ich dann noch ein bisschen mehr beschenkt. Die Sachen muss ich jetzt nicht schnell hier rausholen, weil die liegen am Boden, weil da schon kein Platz mehr war. Und ich habe noch so Kleinigkeiten, die ich auch jetzt erst bekommen habe, die ich euch auch noch zeigen möchte. Damit meine Eulenliebe auch nicht verschwindet, habe ich noch drei Geschenke, was Eulen betrifft, was ich noch an Geschenken bekommen habe. Und das erste habe ich bekommen und ich fand es so süß und werde es definitiv im Garten aufhängen. Diese Holzeule zum Aufhängen eben, fand ich super, super süß. Ja, mal was anderes und deswegen, ja, herzerwärmend, richtig schnuckelig, werde ich mir irgendwo an einem Baum hängen, euch vielleicht mal auf Instagram zeigen oder hier, habe ich einfach super schnuckelig gefunden. Dass es sowas auch gibt und dass Eule so vertreten ist, ist natürlich für mich der absolute Traum. Genauso habe ich bekommen, und über das freue ich mich auch total, dieses Geschirrtuch mit meinen ganzen Eulis, und da ist sogar eine Eule, die uns zuzwinkert. Ja. Auch, dass es sowas gibt. Ich meine, ich habe zum Beispiel Topflappen mit Eulen und jetzt habe ich auch ein passendes Geschirrtuch. Finde ich auch schön, habe mich auch total gefreut. Ja, dass Eule so vertreten ist und dass dann alle meine Lieben an mich denken und mir die kaufen, finde ich einfach nur süß. Und wie gesagt, ich bin doch nicht eingedeckt mit Eulen und liebe sie nach wie vor. Und auch eine große Liebe bekommt diese Eule hier von mir. Ein Kopfpolster mit passenden Ärmelchen. Ich meine, da ist natürlich das Gesicht jetzt nicht das Ausschlaggebende. Aber ich finde es so süß. Ich finde es einfach nur süß. Und einfach super, super niedlich. Und habe mich wirklich sehr, sehr darüber gefreut. Ja, und jetzt möchte ich euch gerne noch Sachen zeigen, die ich nicht zu Geburtstag bekommen habe. Die ich aber einfach hier reinpacke, weil sie im selben Säckchen waren. Und ich sie euch einfach nur mal zeigen möchte. Und die habe ich von meiner lieben Freundin bekommen, beziehungsweise abgekauft. Sie ist auch regelmäßig im Aussortieren, so wie ich. Und wir schauen dann gegenseitig immer bei den aussortierten Produkten, ob da nicht irgendwas dabei ist für den anderen. Und ich könnte mittlerweile, ich finde den Ausdruck sehr passend, sagen, wir sind so unser gegenseitiges Willhaben, also so wie Vinted. Ja, wo man einfach günstig was abstauben kann, was dem anderen nicht mehr gefällt. Der andere kann sich dann wieder vielleicht was Neues kaufen und mit dem er mehr Freude hat. Und da habe ich ein paar Beauty-Produkte bekommen und auch eine Tasche, die habe ich mir jetzt daher gehängt und die musste ich einfach haben und habe ich sie abgekauft. Und zwar diese Guess-Tasche. Ihr wisst, ich bin ein Fan von Guess und die wollte sie aussortieren und die habe ich ihr dann abgekauft. Das ist so ein Shopper. Gefällt mir aber richtig gut. Und ja, wollte ich ihr dann unbedingt abkaufen, denn sie sind einfach schöne Taschen und ich mag die und die Jeans-Optik gefällt mir, passt auch immer gut zu Jeans. Deswegen habe ich ihr dann einfach abgekauft. Genauso habe ich ihr abgekauft eine BH-Palette und zwar die Romantic Normand-Palette. Und die ist unbenutzt, hat sie nicht einmal benutzt und die sieht ihnen so aus. Schöne Farben, braucht man sie natürlich nicht. Ich wollte sie trotzdem haben und bin total happy. Und dann habe ich noch die Droof Orde von Revolution Pro mir genommen. Da habe ich schon eine und zwar die Nude by Nude, glaube ich, ist das. Und die kommt in so Weinrot und auch unbenutzt und hat sehr dunkle, aber auch ein bisschen Pop of Color. Ja, aber halt so mein Beuteschema und ich fand die einfach schön, habe mir gedacht, ja, ich habe die andere auch. Ach, nimm sie doch einfach. Deswegen ist die auch bei mir eingezogen. Und dann ist noch bei mir eingezogen ein Produkt von
von Rituals, und zwar so ein Auto-Duftding. Rituals vertreibt ja auch Autodüfte, und wir haben da mal drüber gesprochen, dass sie so einen Stecker hat fürs Auto, den kann man kaufen, gleichzeitig mit einem Nachfüller. Und sie besitzt kein Auto mehr und hat gesagt, sie schenkt mir den, denn es wäre ja schade, wenn er bei ihr umliegt, und hat mich richtig gefreut. Dann möchte ich mir auf jeden Fall Nachfüller noch besorgen und das mal im Auto testen. Und dann habe ich noch drei Paletten von ihr bekommen, einmal von einer Disney LE von MAC, die Aladdin-Palette. Und das ist einfach nur Verpackungsopfer gewesen. Ich finde die richtig schön, aber auch von den Farben hat sie mich eigentlich angesprochen. Auch eher was Neutrales, habe ich mir gedacht, ja, möchte ich gerne testen. Ist deswegen zu mir gewandert. Genauso wie eine Smashbox-Palette. Packaging, wow. Und Smashbox hat mich auch immer schon interessiert, und da sie keine Verwendung für die hatte, hat sie an mich abgetreten, hat mich auch sehr darüber gefreut. Das ist jetzt die Hoodwitch-Palette. Und zu guter Letzt eine Palette von Tarte, eine Face-Palette. Und zwar die Park Eve Princess Palette. Umverpackung sieht so aus. Und innen ist sie wunderschön. Ich mag ja das Design von Tarte sehr gerne, und das mit diesem gespiegelten wirklich schön. Und ist eben eine Face-Palette, sehr dezent. Also das soll der Bronze sein, der Blush und der Highlighter. Ich möchte es trotzdem einfach gern testen. Ich habe mir nämlich auch schon überlegt, ob ich den Bronzer nicht auch eventuell als Blush nutzen könnte. Ich wollte es einfach ausprobieren und habe mich sehr gefreut, dass sie sie an mich abgetreten hat. So, meine Lieben. Eines habe ich noch vergessen. Ein Regal hat sie mir auch noch abgetreten. Das zeige ich euch auch schnell. Dieses hier. Hatte sie keine Verwendung mehr. Und ich finde das gut. Das ist auch irgendwie eine nachhaltige Idee, wenn einer mit irgendwas nicht mehr zurechtkommt, es den anderen weiterzugeben. Und ich habe mir gedacht, das würde sich vielleicht hinten, wenn es jetzt nicht so kassenmäßig ausschauen würde, als Hintergrund vielleicht gut eignen. Mal sehen, wie ich das umsetzen werde. Aber ich habe sie auf jeden Fall abgenommen, weil Gold mich sowieso immer anspricht. Und vielleicht ist es praktisches Hintergrund hier für meinen YouTube-Hintergrund oder irgendwo so im Haus. Man findet immer ein Plätzchen. Ich bin durch, Leute. Ich glaube, dass das Video sehr, sehr lang geworden ist, und ich bin immer noch überwältigt von meinen Geschenken. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen, was ich vielleicht zeigen hätte wollen. Wenn da jetzt irgendwas dabei ist, was ich nicht gezeigt habe und derjenige das Video sieht, dann tut es mir leid. Das ist keine Absicht. Was sagt ihr zu meinen Geschenken? Könnt ihr meine Euphorie, meine Freude verstehen? Was wäre euer Highlight, wo ihr sagt, boah, tolles Geschenk? Ich bin überwältigt. Ich hatte einen so schönen Geburtstag, und ja, wir haben jetzt mittlerweile Anfang Mai. Ich warte halt einfach immer gerne zusammen, weil sonst müsste ich da zwei oder drei Videos drehen. Manche Sachen liegen ja wirklich schon 2 Wochen bei mir, weil ich ja Mitte des Monats Geburtstag hatte, aber egal. Ich habe immer noch Freude, freue mich, das jetzt alles auszuprobieren, einzuschlichten, zu benutzen, euch Feedback dazu zu geben, und ich bin richtig happy. Ich sage an alle, die das Video sehen, die mir etwas geschenkt haben, vielen, vielen herzlichen Dank. Ihr habt für mich vielen, vielen herzlichen Dank. Da kriege ich gleich einen Sprachfehler. Ihr habt mich total glücklich gemacht. Ihr kennt mich alle richtig, richtig gut. Und schön, dass es euch gibt und dass ich euch meine Freunde, Familie nennen darf. Macht's gut, meine Lieben. Ich würde mich über ein Like freuen, über ein kostenloses Abo, falls ihr neu hier auf meinem Kanal gekommen seid und euch denkt, was ist sie für eine Verrückte, dann bleibt gerne länger. Ich würde mich freuen. Und ich hoffe, wir sehen uns auch im nächsten Video wieder. Und ja, bis dahin, alles Liebe. Tschüssi.